Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Tepto, diesmal aus dem Lager. Und zwar wollten wir uns die Produktpalette der Firma GER Solar anschauen. Wir fangen mal mit dem 370 Watt Modul an, das ist Full Black. Dann haben wir hier 400 Watt und 405 Watt. Die haben alle drei die gleiche Optik. Dann geht es weiter mit den 415er MR und 415er GR. Die unterscheiden sich optisch dadurch, dass der GR die Zellen leicht überlappt hat und man somit weniger Weißes sieht. Sieht optisch ein wenig besser aus. Das nächste Modul ist das 420er Modul. Jetzt kommen wir zum 425er Modul. Das ist ein Bifazial-Modul. Bifazial bedeutet, dass es Sonnenlicht von vorne sowie auch von hinten aufnehmen kann und somit effizienter als die anderen Module sind. Das sind nämlich nur Monozellmodule, die von hinten eine Folie haben, so dass von hinten kein Sonnenlicht Energie erzeugen kann. Ja, wie Sie sehen, haben wir hier die Module der Leistung nach aufgestellt. Wir fangen bei dem 400er Watt-Modul bei ca. 37 Volt Leerlaufspannung an, gehen hoch bis zum letzten Modul auf 38 Volt. Der Strom beträgt hier um die 12 Ampere und geht dann auch linear hoch bis 13 Ampere circa. Das 370er Modul hat eine etwas höhere Leerlaufspannung, 41 Volt circa, und einen Strom von circa 10 Ampere. Was bei dem 370er Modul anders ist, sind die Maße. Es ist ein wenig schmaler, aber dafür ein bisschen höher. In gewissen Situationen kann das Vorteile bieten. Es könnte sein, dass dieses Modul bald nicht mehr auf dem Markt ist. Bei uns ist das aber noch verfügbar. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet auch mehr über die Module lernen. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Schaut auch gerne auf den anderen Kanälen vorbei und bis zum nächsten Mal.